Heute geht es um das Thema der Unterschied zwischen einer Dividendenzahlung und einer Fondsausschüttung. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Kreiner von broker-test.at und eine Frage, die immer wieder gestellt wird: Du Andreas, wie sieht es denn aus, wenn jetzt eben eine Ausschüttung von einem ETF stattfindet, von meinem Broker XY, was ist denn da für eine Gebühr zu bezahlen? Heute möchte ich mit dem Thema ein bisschen aufräumen, beziehungsweise ein bisschen Licht in das Dunkle bringen, denn es gibt einen Unterschied zwischen einer Dividendenzahlung und einer Ausschüttung eines Fonds. Also, Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft beschließt, eine Dividende zu bezahlen zu einem bestimmten Stichtag oder zu bestimmten Stichtagen. Bei einem Fonds bzw. ETF ist es so, dass es eben dort Ausschüttungen gibt. Da werden die ganzen Erträge, ob das jetzt aus Zinsen, aus Dividenden, aus Kursgewinnen zustande kommen, die werden dann eben gesammelt und werden dann ausgeschüttet an die Fondsanteilshaberinnen und Haber. Und da gibt es auch den großen Unterschied bei den einzelnen Brokern. Wenn ich mir jetzt eben die ganzen steuereinfachen Brokern vor Augen führe und die eben so ein bisschen durchgehe, zum Beispiel bei Flatex ist es so, dass Flatex sagt: Du, lieber Kunde, wenn du ein österreichisches oder ein deutsches Wertpapier hast, dann verrechnen wir dir gar keine Dividendengebühr. Hast du aber ein anderes Wertpapier, zum Beispiel aus Frankreich, aus Italien, aus den USA oder wo auch immer her, und die Dividendenzahlung ist höher als 15 Euro, dann verrechnen wir dir pauschal 5,90 Euro. Und das tut eben manchen wirklich weh. Denn bei niedrigen Dividendenzahlungen, die aber trotzdem über 15 Euro gehen, dann kann es eben bei 5,90 Euro schon sehr happig sein. Und das kommt eben auch noch die Wertpapierkiste in der Höhe von 27,05 Euro weg. Das heißt, es bleibt dann eben eher wenig übrig. Und das ist manchen eben dementsprechend der Dorn im Auge. Ja, wie sieht es bei den anderen aus? Die DADAT hat am 01.04.2019 die Dividendengebühr ganzheitlich gestrichen. Sie sagen nur, fremde Gebühren würden wir weiterverrechnen. Sie haben aber trotzdem kein Beispiel, was denn eine fremde Gebühr, wo denn die zustande kommen könnte. Und mir ist bislang kein Beispiel bekannt, wo nach 1.4. noch eine Dividendengebühr verrechnet worden ist. Anders hingegen bei der Hello Bank. Die Hello Bank sagt, wir verrechnen mindestens 1,14 Euro pro Dividendenzahlung und 0,3%, also nicht uns, sondern mindestens 1,14 Euro beziehungsweise 0,3% der Dividendenzahlung verrechnen wir dir als Gebühr. Bei der Bankdirekt ist es so, dass die Bankdirekt sagt, hast du ein österreichisches Wertpapier oder ein US-Wertpapier, verrechnen wir dir keine Dividendengebühr. Hast du aber hingegen ein Wertpapier aus Deutschland, Frankreich oder wo auch immer her oder Großbritannien, dann verrechnen wir dir eine Dividendengebühr. Und die haben eben eine relativ hohe Mindestgebühr, die setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen. Ich blende euch die Formel ein. Da sieht es dann eben so aus, dass die eben fast auf 5 Euro kommen an Mindestgebühr, was natürlich auch ziemlich wehtut. Aber eben, wie gesagt, US-Titel bzw. österreichische Titel sind frei von Dividendengebühr. Ja, und dann kommt noch zur Easybank. Die Easybank sagt ebenso, wir verrechnen keine Gebühr für Dividenden, was natürlich für Dividendenjünger sehr attraktiv ist. Bei der Easybank ist es hingegen aber so, dass sie eine Devisenprovision verrechnen. Heißt eben nichts anderes, wenn die Dividendenzahlungen zum Beispiel in Schweizer Franken sind oder in US-Dollar, dann wird eine Devisenprovision in der Höhe von 0,25% verrechnet. Die Flatex verrechnet auch eine kleine Marge, ich glaube das ist bei 0,04, das ist eben hier das Spread, also eher vernachlässigbar. Das bei der Easybank geht eher mit 0,25. Ja, aber es ist eben hier etwas, fällt eben etwas an. Wie sieht es jetzt bei Fondsausschüttungen aus? ETF-Ausschüttungen, Fondsausschüttungen kumuliert dasselbe. Da fällt eben keine Dividendengebühr an. Das haben so ziemlich alle Broker gemeinsam. Aber hier wieder der Fallstrick. Schüttet der Fonds zum Beispiel in US-Dollar aus,
dann könnte es sein, dass eben die Devisenprovision anfällt. Und wie ich vorhin kurz die Easybank erwähnt habe, die Easybank verrechnet eben eine Devisenprovision, die dann eben auch bei einer Fondsausschüttung anfallen würde, eben in der Höhe von 0,25. Das heißt, hat eben ein Broker eine Devisenprovision, gilt das für jeden Betrag, der nicht in Euro stattfindet. Und ich denke hier jetzt zum Beispiel an die nicht an das nicht steuereinfache Depot aus Deutschland, der Comdirect. Die Comdirect verrechnet ebenfalls keine Dividendengebühr, aber eben eine Devisenprovision in der Höhe von 1%, und das tut meines Erachtens weh. 1% ist ja das Vierfache von 0,25, was die Easybank verrechnet, und da eben würde ich sagen, Obacht, Obacht, 1%, das könnte eben, speziell wenn es eine höhere Ausschüttung ist, könnte das eben dementsprechend wehtun bei Fondsausschüttungen bzw. auch bei Dividendenzahlungen. Mein Fazit, also generell, wenn es heißt Gebühr auf Dividendenausschüttungen oder Dividendenzahlung, der Begriff ist eben, manchmal wird eben ein bisschen schwammig verwendet, aber wenn es eben immer um die Dividende geht von einer Aktiengesellschaft, dann eben verrechnen manche Broker sehr gerne eine Gebühr. Zum Beispiel eben bei Flattex könnte es der Fall sein, es könnte der Fall sein bei der Bank Direkt, es könnte bei der Hello Bank der Fall sein, eventuell auch bei der Bank Direkt, die habe ich schon gehabt. Hingegen eben eine Devisenprovision wird ebenfalls verrechnet, ist eine kleine zum Beispiel bei Flattex, eben die 0,004 Marge. Bei der Hello Bank gibt es einen eher nachteiligen Devisenkurs, was ich bisher in meinem Experiment gesehen habe. Easybank verrechnet ganz offiziell 0,25%, die Comdirect in Deutschland zum Beispiel 1%, also auch hier aufpassen, wenn ihr eben Ausschüttungen, gleich ob Dividende oder Fonds, in Fremdwährung bekommt, was verrechnen denn dann die jeweiligen Institute bei so einem Fall. Ich hoffe, ich habe jetzt ein wenig aufräumen können mit der gewissen Unsicherheit, was denn jetzt der Unterschied ist. Gibt es einen Unterschied zwischen Dividende und Ausschüttungen? Wie sieht es denn da mit den Gebühren aus bei den unterschiedlichen Brokern? Also generell Dividende, manche Broker verrechnen eine Gebühr. Bei Ausschüttungen fällt die Dividendengebühr nicht an. Hingegen könnte es aber eine Devisenprovision geben, wenn die Ausschüttung eben nicht in Euro stattfindet. Das ist das Einzige, was ich euch heute mitgeben wollte. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis bald und auf Wiedersehen auf broker-test.at. Dankeschön.